Ja, herzlichen Dank, Herr Bernd. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Und wir werden sehen, ob Sie bei den Diskussionen nachher die Herausforderungen sind oder ich. Eben habe ich gedacht, so ein bisschen ist es ja fast schon ein Familientreffen, nicht? Wenn ich so die Zeiträume mal nachmesse, die man sich hier anscheinend kennt. Aber Familientreffen haben ja nicht unbedingt was Negatives. Da kann sich aber auch was aufbauen und in der Tat auch noch etwas fortentwickeln. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben schon gehört, ich will nicht sagen, ich gehöre zum Inventar, aber ich freue mich natürlich, dass ich wieder eingeladen wurde, heute durch den Tag zu führen. Und ich hoffe, mir gelingt es auch einigermaßen. Es ist eben schon angesprochen worden, der Dank auf der einen Seite, dass Herr Bernd jetzt aufhört, schade eigentlich, aber es geht natürlich auch mein Dank an die Friedrich-Naumann-Stiftung, dass sie es gewagt hat, mich wieder zu nehmen. Herr Bernd hat unsere erste Referentin in Kurzform ja schon vorgestellt, aber ich finde, das reicht nicht. Da müssten noch ein paar Dinge dazu gesagt werden, weil ich eben, als ich so an dem ein oder anderen Teilnehmer vorbeiging, der eine sagte, hör mal, das ist so die Schwitzer, was hat die denn noch mal genau gemacht? Und da habe ich mir gedacht, da sollte man vielleicht das ein oder andere doch mal nachlegen, obwohl die meisten natürlich Dr. Irmgard Schwetzer kennen. Ich werde natürlich nicht alle Stationen Ihrer politischen, beruflichen Karriere hier aufzählen, aber zumindest ein paar Highlights sollten wir uns in Erinnerung rufen und vielleicht daran erinnern. Von Hause ist sie ja aus promovierte Apothekerin, das hat sie gelernt, und da hat sie als Pharmazeutin natürlich auch gelernt, mit giftigen Substanzen umzugehen. Also beste Voraussetzung, also um eine politische Karriere zu starten. Und was für eine. 22 Jahre war Irmgard Schwetzer Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP und 1987 dann Staatsministerin im Auswärtigen Amt unter dem Mann mit dem gelben Pullover, den wir im Augenblick ja wieder alle sehen, in Prag, immer noch trotz des Alters gut in Form. Das finde ich ganz toll, dass Herr Genscher das noch machen kann. Was die wenigsten wissen damals, dass Irmgard Schwetzer zuständig war für die Verhandlungen zum Einigungsvertrag und zur Einbeziehung der ehemaligen DDR in die Europäische Union. Also wir haben da sozusagen heute auch einen Brückenschlag. Bei der Bundestagswahl 1990 konnte die FDP Stimmengewinne verbuchen. Bevor Sie jetzt lachen, also es war vor 24 Jahren, wie gesagt, das muss man sich dann sagen. Und wie machen das so Parteien? Dann beansprucht man natürlich ein Ressort mehr. Frau Schwetzer wurde also Bundesministerin für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Heute gehört dieses Jahr zum Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. In dieser Funktion bereitete sie den Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin vor, obwohl sie selber für den Sitz Bonn gestimmt hatte. Das war dann die Strafe, dass sie den Umzug vorbereiten musste vielleicht, ich weiß es nicht. 2002 schied Irmgard Schwetzer dann aus dem Bundestag aus, also vor 12 Jahren. Dann war es zunächst ruhig, aber 2013 dann wurde sie mit überwältigender Mehrheit, das hat eben Herr Bernd schon kurz angesprochen, zur Präses, also zur Vorsitzenden der Synode der Evangelischen Kirche gewählt. Das ist also das oberste Laiengremium der Evangelischen Kirche natürlich, aber es gibt ja da auch noch was auf der anderen Seite. Im Sinne der Ökumene war dieser Versprecher natürlich gewollt. Nein, natürlich nicht. Ja, Ihr Thema, meine Damen und Herren, Sie können das dem Flyer entnehmen, ist Menschenrechte und Bürgerrechte im Spiegel aktueller Herausforderungen in Europa. Ich glaube, aktueller kann dieses Thema gar nicht sein. Wer abends heute Tagesschau heute oder RTL anguckt, wer die Zeitung aufschlägt, wird geradezu mit Europa konfrontiert, mit diesem Thema konfrontiert. Und darum sind wir alle sehr gespannt, Frau Schwetzer, auf Ihren Vortrag. Das Pult gehört jetzt Ihnen. Bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich uns allen sehr herzlich dazu gratulieren, dass wir seit 24 Jahren wieder als ein vereintes Volk miteinander leben können. Ich finde, für mich ist das nach wie vor ein überwältigendes Gefühl. Ich muss es einfach sagen. Herr Möller. Herr Möller hat eben darauf hingewiesen, dass ich auch das Glück hatte, an einer ganz bestimmten Stelle daran mitzuarbeiten. Das war rückblickend für mich
die aufregendste Zeit meines Lebens, die Zeit, in der ich am wenigsten geschlafen habe. Aber das ging nicht nur mir so, sondern ganz vielen anderen auch, die einfach getrieben waren von dem Glücksgefühl auf der einen Seite, aber auch von dem Gefühl, dass das alles ja vom Ende her nicht so bestimmt war, sondern erst noch ein wenig gemacht werden müsste. Seit dem 3. Oktober 1989 gilt also nun das Grundgesetz in allen Teilen Deutschlands, innerhalb der Grenzen, die wir auch damals dann mit unseren Nachbarn vertraglich festgeschrieben haben. Und ich lese immer wieder gerne den Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Ich finde, es ist eine wunderbare Formulierung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Mit dem Lissabon-Vertrag von 2008 hat die Europäische Union ja nun auch eine Verfassung, aber leider ist die nicht in einer so schönen Formulierung da, obwohl inhaltlich das Gleiche drinsteht. Auch der Lissabon-Vertrag bezieht sich auf die Charta der Menschenrechte, deren Essenz im Artikel 1 des Grundgesetzes formuliert ist. Und er bezieht sich auf das Ergebnis der Konferenz von der Menschenrechtskonferenz von Wien 1994, ein umfassendes Dokument, auch sehr detailliert, das Menschen- und Bürgerrechte festschreibt und ein gutes Dokument ist, auf das man sich berufen kann. Das alles macht sehr klar, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist und diese Werte auch zur Grundlage ihres eigenen Handelns macht. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat nun 2012 wieder mal einen Bericht vorgelegt über die Lage der Grundrechte in der Europäischen Union. Daraufhin hat das Europäische Parlament, dem das als erstes dann zugewiesen wird, sich intensiv damit beschäftigt und im März diesen Jahres eine Resolution verabschiedet, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Und ich glaube, mit diesen drei Bezugspunkten wird auch schon klar, welchen Stellenwert auch in der aktuellen Politik die Menschenrechte haben. Anknüpfungspunkt ist die Tragödie vor Lampedusa vor exakt einem Jahr. Am 3. Oktober 2013 sank das Boot mit den Flüchtlingen vor Lampedusa. Die Spähangriffe der NSA und die Ausgrenzung der Roma. Drei große Themenkomplexe. Als Ziel wird in dieser Resolution formuliert, dass die Europäische Union weiter Vorbild gegenüber Drittstaaten in Bezug auf die Verwirklichung der Menschenrechte sein will. Und als Konsequenz aus dieser Zielformulierung will sich das Europäische Parlament und schlägt das so auch dem Rat dann vor, intensiv mit innereuropäischen Angelegenheiten auseinandersetzen. Berichterstatter zu diesem Thema war übrigens das Mitglied der liberalen Fraktion Louis Michel. Ich will nur auf einige Punkte aus diesem Dokument mich beziehen und zu diesen Punkten dann allerdings auch die Blickrichtung deutlich machen, aus der ich jetzt als Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland dieses im Einklang auch mit den Synodenbeschlüssen und mit Beschlüssen des Rates sehe. Es wird in diesem Dokument sehr umfassend formuliert, der Anspruch, eine echte Kultur der Grundrechte in der Europäischen Union zu entwickeln. Da ist eine ganze Menge drin, aber natürlich ist immer die Frage, wo wird es konkret? Da gibt es auch in diesem Dokument an vielen Stellen nicht die Konkretion, die ich mir gewünscht hätte. Und natürlich taucht mit jedem Vorschlag, der gemacht wird, die Frage auf,
ist das, was da auf der europäischen Ebene an Regelungen angedacht wird, wirklich die Aufgabe der Europäischen Union oder sollte die Verantwortung dafür nicht besser auf der nationalen Ebene bleiben? Also die Frage der Subsidiarität ist in jedem dieser Punkte wieder angesprochen, weil eben die Menschenrechte, die Frage der Wertegemeinschaft, zwar als eine Grundlage formuliert wird, aber in den europäischen Verträgen nicht als eine konkrete Aufgabe der Europäischen Union. Insofern, glaube ich, ist es immer wichtig, sich dann auch zu fragen, an welcher Stelle sind einfach auch die Grenzen zwischen den Nationalstaaten in der Europäischen Union so unbedeutend geworden? An welcher Stelle ist es einfach notwendig, dass wir jetzt im Interesse der betroffenen Menschen gemeinsam handeln, die diese Dinge immer wieder auch sehr brisant machen? Ich will nur wenige Fragen rausnehmen und das werden Sie mir nachsehen. Das Thema der Religionsfreiheit stelle ich mal an den Anfang. Religionsfreiheit wird bejaht, so entspricht es auch der gemeinschaftlichen Überzeugung innerhalb der Europäischen Union. Und es wird, das war ein langer Diskussionsprozess, es wird ein Säkularismus postuliert als Trennung von politischen und religiösen Stellen. Das geht schon sehr stark in die Richtung, wie auch unser Grundgesetz es formuliert. Und es ist eine leichte Abkehr vom Laizismus, wie er in anderen Staaten Europas praktiziert wird, zum Beispiel Frankreich, wo in der Verfassung ja festgeschrieben ist, dass Religion in der Öffentlichkeit keine Rolle zu spielen hat. Während unser Grundgesetz den Religionen und Religionsgemeinschaften ausdrücklich die Möglichkeit gibt, sich an der Meinungsbildung zu beteiligen, das heißt in der Öffentlichkeit zu wirken. Probleme wird in dem Zusammenhang vielleicht noch geben, was das Europäische Parlament vorschlägt, dass nämlich Blasphemie entkriminalisiert werden soll, der Blasphemie-Paragraph, der also religiöse Gefühle schützt. Und in der Tat, glaube ich, ist es richtig, dass an dieser Stelle neu diskutiert wird, gerade im Zusammenhang der Entwicklung der Gesellschaften, der digitalisierten Gesellschaften, die wir auch mit ganz anderen inneren Gesetzen heute wahrnehmen. Aber da komme ich auch noch drauf. Der nächste für mich entscheidend wichtige Punkt ist die Flüchtlingsfrage. Herr Berndt hat das eben auch schon angesprochen. Es gibt ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Und das Europäische Parlament bewertet das auch sehr positiv. Aus meiner Sicht, jetzt als jemand, der auch sehr viel mit Flüchtlingen zu tun hat, der sehr viel mit Gemeinden zu tun hat, die Flüchtlinge aufnehmen, die sich um Flüchtlinge kümmern, in denen, also gerade in Berlin, in die sich Flüchtlingsgruppen flüchten, um erstmal überhaupt ihren Status zu klären, ihre Chancen zu klären und die Dauer ihrer Verfahren. Aus dieser praktischen Erfahrung kann ich das europäische Asylsystem nicht so positiv sehen, sondern eher kritisch. Es ist positiv, dass es ein gemeinsames System gibt. Es ist positiv, dass geregelt ist, wer wo einen Asylantrag stellen kann. Es ist positiv, dass einheitliche Standards geregelt sind. Es ist richtig, dass Bürgerkriegsflüchtlinge einen speziellen Schutz genießen nach dieser europäischen Ordnung. Aber es ist eben nicht gut, dass die Umsetzung dieser gut gemeinten Verordnungen und Richtlinien in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist. Es ist nicht gut, dass allein aufgrund der geografischen Gegebenheiten Italien, Griechenland, Spanien
einfach weil sie die Mittelmeerländer sind und die meisten Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen, in einer überproportionalen Weise Lasten aus diesem gemeinsamen Flüchtlingssystem tragen müssen. Während sich gerade Deutschland mit dem 1994 verabschiedeten Grundrechtsänderung von ganz vielen Lasten freistellt, weil im Grunde die allermeisten, 90% der Flüchtlinge, die überhaupt bei uns ankommen, könnten im Prinzip zurückgeschickt werden. Aufgrund unserer Regelung der sogenannten sicheren Drittstaaten um uns herum. Richtig ist aber, dass nicht 90% zurückgeschickt werden, sondern maximal 30% derer, die zurückgeschickt werden könnten. Von den anderen weiß keiner etwas. Die verschwinden in die Illegalität, in andere Länder. Wer weiß? Wir wissen es nicht. Und an der Stelle, finde ich, muss man einfach ein Fragezeichen setzen, ob dieses System tatsächlich funktionsfähig ist. Und ich finde, man muss auch ein Fragezeichen setzen, ob das, was wir in Artikel 1 des Grundgesetzes sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt, ob wir dieser Vorgabe tatsächlich noch in vollem Umfange gerecht werden. Also insofern unterstützt die evangelische Kirche auch vieles, was eben dazu geführt hat, dass die Europäische Union dieses System gemeinsam angeht. Aber wir sagen ganz klar, die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer muss weitergehen. Wir drängen die Europäische Union und die Einzelstaaten, die Visumspflicht gegenüber syrischen und irakischen Flüchtlingen aufzuheben. Wo sollen diese Menschen ein Visum herkriegen, wenn sie aus den Kriegsgebieten kommen? Bisher ist dazu noch niemand bereit. Natürlich können wir hier, auch das sehen wir und sagen wir können in Deutschland oder auch in Europa nicht die Probleme der Migration, der Vertreibung und der Flüchtlinge insgesamt lösen. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen gerne ganz kurz einfach eine Erfahrung sagen, die ich in einem Flüchtlingslager in Jordanien gemacht habe, an der syrischen Grenze. Da leben 120.000 Syrer. Hohe Fluktuation. Jeden Abend kommen da welche, jeden Morgen gehen wieder welche weg. Die meisten der Flüchtlinge wollen in der Region bleiben. Das heißt, da ist es wirklich dann unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie für die Zeit, in der die kriegerischen Auseinandersetzungen anhalten, in der auch die Gewalt anhält, dort eine sichere Unterkunft haben und dass sie die Möglichkeit haben, zu überleben. Aber was wir hier in Europa brauchen, glaube ich, ist etwas anderes als dieses System von Flüchtlingen, das auf Abwehr ausgerichtet ist, sondern was wir brauchen, ist die Eröffnung von begrenzten legalen Zugängen zu Europa, um Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und was wir brauchen, ist eine andere Aufarbeitung dessen, was an unseren Grenzen geschieht. Und es gibt dazu einen Ansatz, auch innerhalb der Europäischen Union. Der ist unserer Ansicht nach aber zu langsam in der Umsetzung. Aber insgesamt, wir denken, dass Europa neu nachdenken muss über seine eigene Flüchtlingspolitik. Es gibt in diesem Bericht ein weiteres, wie ich finde, kritisches Thema, das angesprochen worden ist, und das ist
auch unter dem Thema Würde des Menschen abzuhandeln. Das ist der Menschenhandel. Wenn ich Ihnen die offiziellen Zahlen sage, dann kann man den Eindruck kriegen, das ist ein kleines Problem. Offiziell sind etwa 10.000 Fälle bekannt. Aber ich glaube, jeder von Ihnen weiß, wenn wir an Zwangsprostitution, an illegale Arbeitskräfte auf großen Baustellen in Europa denken, dass die Dunkelziffer in diesem Bereich riesengroß ist. Die Europäische Union hat mit der Richtlinie 2011/36 hier ein umfassendes Netz vorgeschlagen, den Mitgliedstaaten. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es beschämend, dass von 28 EU-Mitgliedstaaten bisher erst 5 diese Richtlinie umgesetzt haben. Das heißt, natürlich steht hinter diesem Problem des Menschenhandels fast ausschließlich organisierte Kriminalität. Natürlich ist dies ein Problem, das insgesamt in dem Bereich der organisierten Kriminalität zu behandeln ist. Aber ich glaube, dass mit der Umsetzung dieser Richtlinie schon einiges bewirkt werden könnte. Zum Beispiel wird vorgeschlagen, dass in den Prozessen gegen Menschenhändler, die in den seltensten Fällen zu Verurteilungen führen. Und warum führen sie nicht zu Verurteilungen? Weil die Opfer nicht bereit sind, auszusagen, weil sie Angst haben, weil es ganz konkrete, nachweisbare Fälle gibt, dass wenn sie aussagen oder wenn sie sich nur bereit erklären, auszusagen, ihre Familien in ihren Heimatländern nicht nur bedroht, sondern dass ihnen Gewalt angetan wird. Das heißt, es gibt kaum Aussagen und damit immer weniger Verurteilungen. Hier schlägt die europäische Richtlinie vor, dass eben Verurteilungen auch ohne solche Aussagen möglich sein sollen. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass dieses noch nicht umgesetzt ist, weil alle, die in diesem Bereich jetzt auch aktiv beschäftigt sind, in der Diakonie zum Beispiel, die sagen, dass das der entscheidende Punkt ist und dass darüber, wenn es denn zu verurteilen kommt, auch eine abschreckende Wirkung ausgeht. Ich glaube, dass insgesamt wir hier unserer Schutzpflicht nicht ausreichend nachkommen. Lasse mich als dritten Punkt noch ansprechen, die digitale Agenda. Auch hier hat sich die Europäische Union auf den Weg gemacht. Auch dies ist natürlich eine Frage jetzt weniger von Menschenrechten, aber von Bürgerrechten. In der ersten von 7 Leitlinien zur Strategie Europa 2020 hat die Kommission auch aufgeschrieben, was für Beschäftigung und Wachstum in diesem Bereich notwendig ist. Der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen und interoperable Anwendungen zum Beispiel. Ganz konkret ist es schon geworden im Bereich des Datenschutzes. Hier wird das Datenschutzgesetz von 1995 durch eine Grundverordnung, die noch 2014 veröffentlicht werden soll, abgelöst. Damit werden vor allen Dingen 2 Dinge bewirkt, nämlich es wird geregelt, wann und unter welchen Bedingungen Daten weitergegeben werden können. Hier hat der Bundesrat 2012 eine Subsidiaritätsklage eingereicht. Das heißt, der Bundesrat fand, dieses sollte auf nationaler Ebene geregelt werden. Das ist abgelehnt worden und wie ich finde, zu Recht. Hier geht es um Regelungen, die müssen auf der europäischen Ebene konsistent miteinander sein, damit sie überhaupt wirksam werden können. Und das Zweite ist, was hier geregelt werden soll, dass jeder das Recht hat, Daten löschen zu lassen. Und obwohl diese Grundverordnung noch nicht verabschiedet worden ist, hat der Europäische Gerichtshof gerade diesen Bereich für so wichtig erachtet, dass er in einem Urteil direkt aufgegeben hat, dieses umzusetzen. Und so sind nun auch außereuropäische Firmen wie Google und Facebook verpflichtet, Nutzern, die dieses wünschen, das Recht zu geben, Daten zu löschen.
Das, denke ich, ist ein Riesenfortschritt in Bezug auf die Sicherheit des Umgangs mit unseren eigenen Daten. Es gibt andere Dinge in dieser Grundverordnung, von denen wir denken, dass sie vielleicht noch anders und besser hätten geregelt werden können. Aber so ist das nun mal im Leben, man kann nicht alles haben. Aber meine Damen und Herren, digitalisierte Gesellschaft, das meint ja noch viel mehr als nur diese beiden Bereiche von Datenschutz. Bin gleich fertig. Ich gucke, Herr Möller. Gestern hat Spiegel Online etwas gemeldet, nämlich, dass die Netzgemeinde einen Handydieb gejagt und gefunden hat. Also Strafverfolgung völlig außerhalb des etablierten Rechtssystems. Das ist Netz. Das ist digitale Welt. Und die Frage ist, wollen wir das? Sollen wir das wollen? Und es lohnt sich, einen Blick auf den Kontext zu werfen. Wir merken ja auch an diesem Beispiel, dass die Digitalisierung der Gesellschaft potenziell die Bedeutung des Einzelnen gegen alle staatlichen Institutionen stärkt. Ob das dann Einzelne sind oder kleine Gruppen, das macht da nicht den Unterschied. Aber es sind eben nicht mehr die Großorganisationen wie Gewerkschaften, evangelische, katholische Kirche oder so, die jetzt das Zivilgesellschaftliche gegenüber zu staatlichen Institutionen darstellen, sondern es ist der Einzelne, es sind die kleinen Gruppen. Unsere Gesellschaft verändert sich durch diese digitale Welt. Und die Frage ist natürlich, welche Relevanz haben Beschlüsse, die auf kommunaler Ebene, die auf Länderebene, auf Bundesebene in Zukunft getroffen werden, für eine Netzgemeinde, wenn die sich verbündet und sagt, das akzeptieren wir nicht, wir sprechen dem die Legitimität ab, obwohl etwas legal zustande gekommen ist. Das heißt, diese Auseinandersetzung zwischen Legalität und Legitimität, die wird uns beschäftigen, die muss uns beschäftigen. Eine andere Entwicklung, der soziale Nahbereich wird immer stärker und dieser soziale Nahbereich ist nicht die lokale Nachbarschaft. Was bewirkt das auf unsere Überlegungen, die Gesellschaft mit einem gesetzlichen Rahmen zu versehen? Und ich will es mal ganz konkret fragen, die liberale Antwort auf die Globalisierung, zitiere ich jetzt einfach nur, waren die multilateralen Systeme, die wir mit den Verhandlungen zu TTIP im Übrigen jetzt auch gerade wieder über Bord werfen. Aber die liberale Antwort war multilaterale Systeme. Was ist die liberale Antwort in der digitalen Welt? Und dazu möchte ich noch einmal etwas ausführen zu der Veränderung der Kommunikationsform, die die digitale Welt uns bringt. Früher war Kommunikation orientiert an Entscheidungen und organisatorischer Verlässlichkeit. So sind wir alle, so haben wir politisch argumentiert. So hat jeder für sich in seinem Nahbereich argumentiert. Heute wird Kommunikation in ihrer Akzeptanz bemessen an der Authentizität einer Message. Nicht mal an der Person, die dahinter steht, sondern nur an der Message. Und was, wem diese Authentizität zugesprochen wird, das wird selektiert danach, was lebensdienlich ist. Das heißt, was nützt mir, was gefällt mir? Mir, sehr individuell, sehr persönlich. Und was ist für mich relevant? Und das, worum es geht in der Diskussion, wird sein, Regeln, ich will nicht sagen Gesetze, aber sich über die Regeln klar zu werden, so wie Multilateralität die Antwort auf Globalisierung war. Was ist unsere Antwort auf diese völlige Veränderung der Kommunikation und der Kommunikationsprioritäten im Internet? Und ich will ein Beispiel für die Auswirkungen dieser drei Dinge
Authentizität, Lebensdienlichkeit und Relevanz geben. Die Süddeutsche Zeitung hat gestern in ihrem Magazin ein Interview veröffentlicht mit einem jungen Salafisten, der schon mal kurz davor an der türkisch-syrischen Grenze den Übertritt nach Syrien nicht geschafft hat, der aber fest entschlossen war, dahin zu gehen. Das Weltbild, der ganz offen auch Auskunft gegeben hat über sein Weltbild, das Weltbild dieses jungen Mannes ist, beschreibt eine Welt, in der es keine Zweifel mehr gibt. Der ist sowas von überzeugt, dass das, was seine Vorbilder tun, völlig unbezweifelhaft richtig ist, dass damit ein sehr monokausales, ein sehr digitales Weltbild entsteht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Deswegen möchte ich zum Abschluss, also und das müssen wir uns fragen, wenn wir Auskunft uns verschaffen wollen darüber, wie Parlamentsarbeit in Zukunft funktioniert, muss es zusätzliche Entscheidungsgremien geben neben Parlamenten? Wie schaffen wir es, die Durchsetzung des Rechts hinzukriegen? In meinen Augen ganz eindeutig eine Frage, die auf die europäische Ebene gehört. Und zum Schluss möchte ich Ihnen einfach nur ein Zitat aus einem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, The New Digital Age, das der Google-Chef Eric Schmidt herausgegeben hat, zitieren. Letztlich werden mit der Ausbreitung der Vernetzung und der mobilen Dienste rund um die Welt die Bürger mehr Macht haben als zu irgendeiner Zeit in der Geschichte. Aber dies wird seinen Preis haben, besonders für die Privatsphäre und die Sicherheit. Meine Damen und Herren, es gibt eine Menge zu tun für die Bürgerrechte in Europa. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Schätze, herzlichen Dank. Mit Blick auf die Uhr, Sie haben ja ein Fass aufgemacht, könnte man den ganzen Vormittag jetzt diskutieren, alleine über die Punkte, die Sie aufgezählt haben. Ich habe mir gedacht, es gab ja nach der Bestellung der Kommissare hier in Deutschland so ein Grummeln. Nach Ihrem Vortrag habe ich den Eindruck, dass wir vielleicht doch das richtige Ressort erwischt haben mit digitaler Welt, dass das also die Zukunft ist, so wie Sie es uns hier beschrieben haben. Aber das, was Sie aufgemacht haben an Diskussionspunkten mit der Zuwanderung, aber auch mit der Region, der Flüchtlingsfrage, können wir heute Nachmittag, da haben wir eine größere Diskussionsrunde mit den Referenten, nochmal wieder ins Gedächtnis rufen. Und da bitte ich Sie auch sehr herzlich, kräftig mitzudiskutieren, denn das ist uns natürlich nah. Auf der einen Seite das, was wir in Verordnungen Europas erleben, was dort geschrieben ist, und was wir mal übersetzt in der Wirklichkeit erleben, das heißt, wie es uns persönlich angeht. Europa ist weit, unsere Haustür ist uns näher und das werden wir sicher heute Nachmittag ansprechen.